Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Ultrasonne, wo wir in der letzten Folge hier die Prüfung von Lola gemacht haben. Und jetzt mal gucken, was wir machen müssen. Unser Rotom-Dex möchte von uns wissen, was wir denn eigentlich von seinem Gehäuse halten. Und das sieht natürlich sehr cool aus. Danke, das Material wurde speziell für mich angefertigt. Federleicht und knallrot. Alles klar. Dann, schauen wir doch mal. Ich würde jetzt... Heilst du zufällig meine Pokémon? Okay, nein. Schade. Dann würde ich jetzt an dieser Stelle erstmal wieder, glaube ich, zum Pokémon-Center gehen. Und... Okay, er leuchtet wieder. Dann müssen wir dann auch drauf drücken. Mal gucken, was wir bekommen. Die Sternchen. Und wir bekommen dafür eine ganz fantastische Kraft, nämlich den Preisgeldbon. Yay. So, wir erhalten mit dem Preisgeldbon mehr Preisgeld. Ich wäre da niemals drauf gekommen. So, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Und reden mit der Pokémon Center Dame. Ja, bitte mach meine Pokémon wieder fit. Und dann, so wie es aussieht, müssen wir wieder ins Ätherhaus da oben. Da ist nämlich die rote Flagge, wie man das da gerade so sieht. Ja, vielen Dank für meine Geduld. Wir sehen uns bald wieder. Alles chillig, kriegen wir hin. Dann, wie sehen meine Pokémon gerade so aus? Silvaro vorne, alles hier schmeidig. Sehr schön. Huch. Ja, genau, wir gehen hier hoch und schauen doch einfach mal, was uns da oben jetzt erwartet. Oh Gott. Habe ich Lust auf die? Eigentlich nicht, ne? Ja, gut. Wow, den Kleinen habt ihr ausnahmsweise ja mal richtig schnell abgefertigt. Das bin ich von euch lahmen Entern gar nicht gewohnt. Bisher habt ihr euch ja von jedem dahergelaufenen Bike fertig machen lassen. Aber um die da kümmere ich mich trotzdem lieber selbst. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an das, was ich bei unserem letzten Treffen gesagt habe. Wenn du uns weiter im Weg stehst, mache ich das nächste Mal ernst. Sag also nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay. Okay. So, Sky-Vorstand Fran fordert dich heraus. Okay. So, gut. Golbat auf 37. Ich überlege gerade. Das ist ein Flug-Pokémon und ein Gift-Pokémon, glaube ich. Deswegen werde ich da, glaube ich, Wolverock gegen... ranschicken, weil ich habe keinen Bock, mich von den Gift-Pokémon wieder so fertig machen zu lassen. Aber da er ja noch, da Golbat ja auch Typ Flug ist, müssten unsere Steinattacken hier eigentlich, ganz gut Wirkung zeigen. Wolverock setzt Felsgrab ein, ja bitte. Das ist sehr effektiv. Die Initiative von Golbat sinkt. Vielleicht haben wir dann sogar Glück und dürfen jetzt zuerst angreifen. Das ist tatsächlich so. Ebenfalls sehr effektiv. Sehr schön. So, Wolverock erhält dick Erfahrungspunkte. Silvaro ebenfalls. Der Rest auch. Und setzt Amphira ein, die da bleiben war. Amphira war nämlich Typ Feuer und dagegen sind wir mit unserem Gesteins-Pokémon auch immer noch durchaus im Vorteil. Und auch da fangen wir mit dem Felsgrab an. Ih, das kann eine Drachenattacke. Ih, mach das nicht. Ih. So. Ja gut, das hat sich recht schnell erledigt gehabt jetzt. So, gibt wieder dick EP, der Rest auch. Und Sky-Vorstand Fran wurde besiegt. Ich kann mich selbst nicht mehr ausstehen. Okay. Mann, du hast es echt drauf. Jetzt verstehe ich, warum die Jungs sich nicht in 0, nichts vom Platz fegen können. Darum will unser Boss wahrscheinlich auch, dass du Team Skull einen Besuch abstattest. Damit du das auch tust, haben wir ein Pokémon aus dem Haus hier mitgehen lassen. Wenn du willst, dass wir es zurückgeben, musst du zu uns kommen. Und zwar alleine. Unser Boss kann es kaum erwarten, dich in unserer Basis in Pooh willkommen zu heißen. Okay.
So viele Kämpfe, Kämpfe, bei denen so viel auf dem Spiel steht, machen irgendwie keinen Spaß. Oh nein, hoffentlich geht's allen gut. Armes kleines Mangunior. Das werden sie uns büßen. Aber ich muss zugeben, das war ein ziemlich cleverer Schachzug von diesen Hohlschädeln. Ja, es gibt nur eine Möglichkeit, das Pokémon zu retten. Nina muss alleine nach Poo gehen und, so wie sie gesagt haben. In Poo befindet sich das Hauptquartier von Team Skull. Ah, da fällt mir ein, ich kenne jemanden, der dir vielleicht helfen kann. Such einfach auf Route 15 nach einem Mann in einem sehr auffälligen Outfit. Er weiß viel über Pokémon, mit denen man sich übers Wasser fortbewegen kann. Bitte hilf meinem kleinen Mangunior. Ich gebe dir auch das hier dafür. Oh, ein Sonderbonbon. Yay! Sonderbonbon wurde in der Medizintasche verstaut. Sehr schön, das können wir dann tatsächlich wieder direkt an FM weitergeben. Damit FM möglichst schnell sich irgendwann mal entwickelt. So, sehr schön. So, jetzt müssen wir mal schauen, aber ich gehe, glaube ich, erst noch mal gerade runter zum Pokémon Center und lass mich heilen. Ich weiß jetzt tatsächlich auch gar nicht, gab es hier noch irgendwas anderes zu erkunden? Wir sind hier ja am Anfang recht schnell mehr oder weniger durchgerusht. Ich glaube nämlich, geh doch rein. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass es da noch was gab zum Erkunden. Ja, bitte mach meine Pokémon wieder fit. Okay, nimm meine Pokémon für einen Moment in deine Obhut. Das ist okay. Yay. Vielen Dank für deine Geduld. War hier nicht noch... Moment, ich will gerade einmal nur... Ich will nur gerade was schauen. Wo geht's hier hin? Mount Lana Kila. Okay, nee, hier kommen wir noch nicht hoch. Aber ich glaube, hier unten gibt es einen Vulpix. Das muss ich mir irgendwie versuchen noch zu fangen. Wobei ich auch nicht wüsste, wen ich dafür zu Hause lasse. So, das war... Hier, ah genau, hier oben wollte ich hin. Okay, hier stehen noch so Pokémon rum. Aber ist egal. Wenn das nicht ein Z-Kristall vom Typ Geist ist, na dann wollen wir mal die Barriere öffnen. Okay. Dann gehen wir da doch erstmal durch. Lass mich dir noch ein Geschenk überreichen. Dafür, dass du Lolas Prüfung bestanden hast. Was wäre dir lieber? Tafelwasser oder normales Wasser? Tafelwasser. Hier, bitteschön, ein Tafelwasser. Yay. Tafelwasser ist ganz schön teuer hier, weil es den ganzen Weg mit dem Schiff nach Alola gebracht wird. Das Tafelwasser vom Silberwerk schmeckt aber auch wirklich gut. Warte, das ist noch nicht alles. Hier, dieser Zitterorb ist auch noch für dich. Verwendest du ihn, rufen wilde Pokémon im Kampf häufiger Verstärkung herbei. Dabei handelt es sich manchmal auch um stärkere oder schillernde Pokémon. Cool. Zitterorb wurde in der Itemtasche verstaut. Hinter der Barriere liegt die Hainer-Wüste. Die Landschaft verändert sich von einem Tag auf den anderen, was wohl am Wind hier liegt. Oder auch am Schnauben von Kaputoro. Alles klar, wir gehen trotzdem mal gucken. Okay, dann sind hier bestimmt Boden-Pokémon drin, aber da sind wir mit Silvaro ja eigentlich, glaube ich, tatsächlich ganz gut ausgerüstet. Mal gucken, wie wir uns hier drin so zurechtfinden. Oh, ein Rockeimann. Durch das Sonnenlicht ist irgendwer stärker. Okay, keine Ahnung. Wir setzen Laubklinge ein. Das ist im Zweifelsfall immer noch mal ein gutes Training für uns. Und das wurde auch schon direkt besiegt. Gut. Dank des EP-Teilers, ja. Er sieht auffällig aus. Okay. Was ist denn hier aber? Ich will... Hallo hier. Ich will, dass du bitte gegen mich kämpfst. Ich weiß nämlich nicht, was du bist. Ein Knacklion. Wie
diesen Pokémon bin ich noch nie begegnet. Okay. So, Silvaro wird wieder irgendwie stärker. Ich versuche es einfach erstmal mit Laubklinge. Vielleicht hat das ja wieder einen guten Effekt. Ja, tatsächlich. So. Yeah. Okay. Oh, das fancy Diktri mit der Frisur. Oh. Ich finde das Diktri ja los. Also das sieht einfach total lustig aus. Welches von den dreien findet ihr denn am schönsten? Ich glaube, ich finde das mit der langen, gewellten Mähne geil. Okay, da ist ein Steinhaufen. Huch. Da ist noch ein Rockai-Mann. Aber hey, wie gesagt, das ist alles irgendwo Training, ne? So, das ist sehr effektiv. Schön. Wir erhalten Erfahrungspunkte. Das ist nicht verkehrt. Wie gesagt, wir wollen ja auch noch FM entwickeln. Geht's hier weiter? Ah, hier oben geht's aber noch lang. Da ist auch ein Steinhaufen. Mit zwei Steinen irgendwie. Sind das irgendwelche Hinweise, wie ich mich orientieren muss? Da ist wieder das Fancy Diktri. Das wäre jetzt halt halbwegs interessant zu wissen, ob das halt, ob das irgend so eine Orientierungshilfe ist. Setz du mal Erdkräfte ein. Bringt mir nichts. Sehr schön, Diktri wurde besiegt. Silvaro erhält spezielle Erfahrungspunkte. Gehen wir mal schauen. Okay, da sind drei Steine. Ach, jetzt kam ich einfach nur von der anderen Seite. Ah. Okay, dann war das aber scheinbar falsch rum, ne? Wenn wir jetzt bei den zwei Steinen oben durchgegangen sind. Weil, wenn ich, Wolverock erreicht Level 43, Zoroark erreicht Level 41, Luminion erreicht Level 38, Felinara erreicht Level 4. Gott, was geht das ab hier? Lass mich mal einmal schauen. Da oben ist scheinbar noch ein Steinhaufen. Ah, okay, dann ist das irgendwie, oder ist das wieder der gleiche mit den dreien? Weil dann ist das garantiert irgendwie so eine Orientierungshilfe. Bedroher von Rockheimann wirkt. Ja, gut. Bedroh du mich mal, ich schlitz dich kaputt. So, dit ist sehr effektiv. Rockheimann wurde besiegt. Es hat jetzt irgendwie extrem lange gedauert, bis seine Todesanimation da durchgegangen ist. Silvaro erreicht Level 46, sehr schön, dank des EP-Teilers. Ist auch, hier ist ein Stein. Also, nicht ein Stein, sondern hier ist ein Stein, im Sinne von die Zahl 1. Hier geht's scheinbar schon wieder raus. Wieder Rockelmann, okay.
Ich bin mir nicht sicher, gab es diese Wüste damals in Pokémon Sonne auch? Oder habe ich die einfach damals voll konsequent ignoriert? Ich hab keine Ahnung. Ach, Manu. Ich muss mal schauen. Je nachdem, wie wir uns hier orientieren, schneide ich euch das Ganze auch vielleicht. Weil hier, also hier sind extrem viele Pokémon, das muss ich schon sagen. Und diese ganzen Kämpfe finde ich persönlich immer, auch bei anderen Let's Plays, finde ich die selber immer ein bisschen langweilig zum Gucken. Ja. War da was? Ein Schattenglas. Yay! Schattenglas wurde in der Itemstasche verstaut. Okay. Also hier waren die drei Steine. Von da sind wir eben gekommen. Vielleicht müssen wir dann einfach, gibt's hier auch noch andere Pokémon als dieses scheiß Rockheimann? Ist ja schlimm. Ich muss gleich vor allem mal das Pokémon wechseln oder irgendwie, Varro irgendwas geben, was die AP wieder auffüllt von seiner Laubklinge da. Gibt Erfahrungspunkte. Wunderbarstens. So. Dann gehen wir hier doch jetzt einfach mal lang. So, jetzt sind wir hier oben bei diesen zwei Steinen. Okay. Dann weiß ich's tatsächlich. Huch. Dachte jetzt, vielleicht wäre ich da irgendwo anders lang gekommen. Ja, das Sonnenlicht wird stärker. Ja, ja, ja. Das ist sehr effektiv. Ja, auch das. FM erreicht Level 40. FM versucht was? Wirbelwind. Fällt das Ziel weg? Achso, nee, das brauchen wir nicht. Nee, 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 nee. Bekannte Attacken behalten, bitte. Huch, da ist was. Oh Gott, wo bin ich gelandet? Komme ich hier irgendwo wieder ganz raus? Weil dann fange ich nochmal von vorne an oder gucke, ob es vorher vielleicht irgendeinen Hinweis gibt, wie ich da durchkomme. So, einmal hier raus. Die Laubklinge einsetzen, die Laubklinge raushauen. Das war das, was ich in meinem Kopf gedacht habe, aber irgendwie nicht vernünftig gesagt habe. Komme ich hier raus? Bist du der Ausgang? Ah, du bist der Ausgang. Sie hatte nichts gesagt. Hier stand auch noch jemand. Hallo. Die Heinerwüste ist ein natürliches Labyrinth. Um sie zu durchqueren, muss man sich angeblich die Steinstapel genau ansehen. Das heißt, die Zahlenfolge 2143 sei der Schlüssel zum Erfolg. Was das wohl bedeutet? Ja, wahrscheinlich, dass ich erst bei dem mit den zwei Dingern da lang gehen muss. Muss ich mal schauen. Nee, Hypertrank nicht. Top Äther, AP Plus. Habe ich auch irgendwie was? Stratos Eis. Ich habe nur so einen Top Äther, ne? Das ist ja blöd. Na hier, füll mal Laubklinge auf, bitte. Also schnell 2143, ne? Dann versuche ich das nochmal.